Hallihallo, liebe Leute, wir sind zurück im Daily Ranking, wieder mit Atlas Reactor und ich habe immer noch Lust, weiter Atlas Reactor Ranking zu spielen, deswegen mache ich jetzt mal eine Runde einfach, würde ich mal sagen. Ihr werdet es hier am Freitag sehen, an einem wunderschönen Freitag. Ich habe am Montag eine Prüfung, deswegen mache ich immer nur kurz eine Folge und lerne dann weiter. Das ist so quasi mein Tag gerade. Und ich bin heute in die Gwent Closed Alpha, Closed Beta hineingekommen. Dazu werde ich bestimmt auch mal eine Runde machen, wenn ich dann auch da im Ranking, also im Level weit genug gestiegen bin, um Ranking spielen zu können. Da habe ich ausnahmsweise neben dem Lernen heute auch schon zwei, drei Runden gespielt. Macht ganz gut Spaß und ich glaube, ich bin gar nicht so kacke, aber das habe ich beim Spielen am Anfang immer das Gefühl, dass ich gar nicht so kacke bin. Und dann kommen die Leute, die das Spiel durchgedacht haben und denken so, what the fuck, jetzt bin ich doch ziemlich unterdurchschnittlich. Das Gefühl habe ich mir langsam auch bei Atlas Reactor. Am Anfang war ich echt gut in dem Spiel, konnte ganz gut antizipieren, wo die Leute hingehen und inzwischen, keine Ahnung, machen die Leute Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann oder mit denen ich einfach nicht rechne. Und sie wissen aber ganz genau, was ich mal tun werde. Das ist ein bisschen doof. Oder will ich sogar nix nehmen? Will ich es mit nix probieren? Ich würde mir nichts probieren. Als Terrorschneemann geht es diesmal auf die Reise in das Ranking. Da hat wieder eine Lockwood. Lockwood ist halt ziemlich stark durch seine Ulti, die extrem viel AOE macht und trotzdem sehr viel Schaden. Das ist halt ein bisschen bitter. Und die Falle hat er auch noch und er kann auch noch ausweichen. Naja, mal sehen. Das war eigentlich dumm, nichts gegen Grey zu nehmen. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ich hoffe mal, ich bleibe weit genug weg, dass Grey mich nicht taggen kann. Dann kriege ich nämlich ein Problem, wenn das passieren sollte, dass Grey mich taggt. So, hier haben wir den richtigen Skin. Ich sogar hier in drei Varianten. Behalten wir den, den ich jetzt habe. Hier mehr Range. Haste. Drone Duration, Slow und Invisibility auf der Ulti. Ich könnte Additional Damage nehmen, aber ich will eigentlich lieber unsichtbar bleiben. Insgesamt. Deswegen habe ich auch den Invisible Dash drin. Might logischerweise für die Ulti und Cooldowns. Weil ich hoffentlich nicht so auf die Verlegenheit kommen werde, dass ich erwischt werde. Dass ich mich heilen muss. Ich versuche ja sowieso immer weit weg von allen zu stehen eigentlich und trotzdem zu schießen. Ich habe inzwischen meinen Platin mal rausgenommen, weil in den letzten Spielen habe ich ja nun nicht so gut gespielt. Aber da muss ich nicht allen zeigen, dass ich im Duo-Ranking Platin war. Das habe ich dann im Unzweifel nicht so richtig verdient. Your team is ready. Und falls ihr euch jetzt denkt, Rocket League kommt ja gar nicht mehr, Rocket League wird auch wieder kommen. Ich habe nur gerade, wie gesagt, weil die Season hier neu anfängt, ein bisschen Lust auf Atlas Reactor und da mir die Erfahrung gezeigt hat, dass ein Atlas Reactor zum Ende der Season nicht mehr so viele spielen im Zweifel. Okay, die Gremlins laufen da hin. Ich laufe mal mit. Target practice. Ich muss nicht gleich von Anfang an ganz alleine rumstehen. Ach. Toll. Und er geht halt auf die Seite, weißt du? Zwei Leute gehen hier hin, er geht auf die andere Seite. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er hier reingeht. Ich geh mal da hin. Und Hit nur 10 Energie. Das ist natürlich schade. Ja, er dasht nicht. Hätte ich auch nicht getroffen, von daher ist es egal. Er wollte sie nur slow. Und so weit bin ich, glaube ich, auch nicht gekommen. Das wäre nicht mehr in Reichweite gewesen. Da war noch einer. Oh, ich glaube, ich muss mal eine Runde einfach weglaufen. Habe ja auch nur noch eine Runde.
Weil wenn ich hier jetzt stehe, bei ihr, ist das nicht so geil. Im Zweifel kann sie mich dann nämlich taggen. Die Runde mache ich mal keinen Schaden. Oder zumindest keinen aktiven. Ich meine, ich könnte eh nur ihn treffen und er steht in Cover. Das ist nicht ganz so schlimm. Da verliere ich nicht so viel. Okay, sie hat schon mal ihn genommen zum Revealen. Knapp. Ich hätte ihn immer noch in Cover gehabt zu treffen. Sehr gut, und der trifft mich auch nicht. Oh, unser Gremlin wird ganz schön kaputt gemacht. Oh, dass die 2 trifft, ist ganz nett, aber der Damage ist ein bisschen bitter, okay. Okay, der Damage ist auch bitter, weil sie noch meine Falle mitgenommen hat. Und sie hat noch, kann auch nicht ausweichen, weil sie noch kein Dingens rausgehauen hat. Nee, ich will nur ganz normal versuchen, auf sie zu schießen. Mal sehen, was ich treffen kann. Don't get tripped up. Wax and wing. Attack five. Finden sie gedasht? Ich glaube auf ihn, oder? Sehr gut. Gray bleibt hier. Plopp! Punching time. Hätte ich doch taunten sollen. Let's play this. Oh, sie hat's vermutet. Übel. Das ist frech. Give me what you've got. Bin halt revealed. Und turn remaining brauche ich halt auch nicht in Deckung gehen. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Wenn ich revealed bin. Is this cheating? I hope so. Watch out. Kann ich halt niemanden treffen, deswegen habe ich jetzt die Falle gesetzt. Follow the scent. Ach, das ist jetzt echt. Ich sollte andersrum laufen. Ich sollte nicht die ganze Zeit in die gleiche Richtung laufen. Und den hat sie schön gefressen. Sehr gut. Dann ist sie zumindest schon mal tot. Er kann nicht springen. Aber ich kann da auch nicht treffen, demnach. Er nimmt den mit, okay. Bis dahin komme ich halt nicht. Da ist die Wand im Weg. Okay, er geht da jetzt voll rein. Das ist natürlich ungünstig. Zumindest für mich. Er müsste trotzdem bis aufs Leben kommen. Regenerating. Ich komm nicht um die scheiß Ecke. Ich komme auch da nicht rum. Er kann immer noch nicht springen. Er könnte abhauen. Got him in my sights. Mal sehen, ob er dahin geht. Weiß ich aber nicht. Falls es ist nett, aber. Ich glaub's fast nicht. Naja, der ist nur direkt auf der Seite. Ich dachte, er dasht drüber. Aber er hat wahrscheinlich die Mod nicht für die Reichweite, ne? Er hat die Energy Mod drauf, okay. A warrior's work is never done. So, ich habe Haste. Der hat sich hingemacht, um mich auszuschließen, wo ich hinlaufe, kann das sein? Vaporize them. I was never here. Ein bisschen bewegen sollte ich mich auch immer, wenn ich in Deckung gehe. Okay, er springt.
Ah, klar, das tut ein bisschen weh. So, Gremlin da schon wieder in Bedrängnis, ist nicht so geil. Ist er schon mal gestorben? Nee. Jetzt sind wir unsere Support gestorben. Ah, er sollte tot sein. Sehr schön. Sehr gut. Kann man einen guten Job schreiben. Jetzt bin ich eigentlich aufgedeckt. The fuck? Der echt Reveal drauf? Er hat echt Reveal drauf auf dem Scheiß. Sie hat keine Dingens. Er kann auch nicht ausweichen. Will ich jetzt versuchen. Ich versuch's mal. Und lauf dann da ein. Send him to the depths. Habe ich jetzt nicht meinen Might jetzt nicht benutzt, weil ich den verdacht habe. Oh, ich krieg sogar Might, dann ist es noch besser, dass ich ihn benutzt habe. Aber 73 schaffe ich trotzdem nicht. Da hätte ich noch einen Angriff gebraucht von irgendjemandem. Tot. Schade, Graham. Halt. Ich kann das zwar mitnehmen, aber dann bin ich wieder sichtbar. Locked and loaded. Keep me covered. Okay, hatte ich das geholt? Bin ich nicht hingegangen? Sehr gut. Nice. Been waiting to use this. Ah, stimmt. Will er es jetzt nur auf mich machen? Das wäre eigentlich eine Verschwendung, wenn er das nur auf mich macht, weil zu den beiden sollte er nicht kommen, oder hat er die Range drauf? Increase Range by 3, dann könnte er es machen. In position. Wenn er hier jetzt durchkommt, könnte bis hierhin gelaufen sein. Nee, ist er nicht. And the pendulum swings again. Writhing corruption. There's no escaping my clutches. Das ist schlecht für ihn. Take them down. Kann ich nicht hinschießen. Kann ich nicht sinnvoll hinschießen. So, dann krieg ich sogar ein bisschen Energized. Ich hab 4 extra bekommen. Ich dachte, ich krieg 10 für Energized, aber für Stalker Suit, aber ist nicht so. Ich hab grad 2 Fallen, fällt mir gerade so auf. Achso, ich hab mir ein Cooldown-Ding genommen, haben wir eine Falle gesetzt. Natürlich ein bisschen fies. Habe ich sogar jemanden erwischt. Dich treffe ich wieder nicht. Das ist doch Mist. Und Lockwood hat immer noch so eine Ulti. Executing. Ist doch kacke. Wollte sie jetzt töten, aber sie hat halt geheilt. Schade. Ja, sie steht immer still, okay. Und sie hat mich nochmal, sehr gut. Sie trifft sogar. Ja, leider macht das nur 10 Schaden.
Ah, aber so stoppt er. Nice. Gerade echt gute Mitspieler, muss ich einfach mal so sagen. Er kann nicht mehr ausweichen, deswegen gebe ich ihm einfach mal einen Schuss. So, you're mine now. Er hätte sich wahrscheinlich lieber selber schilden sollen zu rennen. Ah, wobei. Er steht halt noch drin in den Sachen. Trotzdem, na, er wird beide hauen. Und da ist egal. Hat sogar ihm mehr Schaden gemacht. Das passt dann schon. A warrior is always prepared. Er kann jetzt. Er kann jetzt durch. Das ist natürlich bitter. Wenn er jetzt durchzieht. Bitter, da komme ich nicht hin. You're my eyes and ears. Guards, please. Ja, und er hat sogar meine Falle noch mitgenommen. Sehr gut. Freut man sich doch. Nochmal 8, das ist Schaden und Heilung. Nice. Stay on target. Er kann ausweichen. Ist aber auch der Einzige, den ich... Ich kann ihn nicht mal treffen. Fuck! Ich kann hier nichts treffen, wo ich mich hingestellt habe. Herzlichen Glühstrumpf. Und er wird von dort schießen. Und ich habe nichts gedrückt. Ich habe zu lange gebraucht. Fuck! Let me show you why I get paid the big bucks. Plötzlich ins Gesicht. Tut weh. Aber wurde nicht getroffen dort. Ich bin erstmal eiskalt stehen geblieben. Mal sehen, was das bringt. Bisschen, kann auf sie schießen. Auf ihn kann ich immer noch nicht schießen, glaube ich. Auf ihn kann ich schießen. Aber er kann dodgen. Ach, jetzt folge ich ihm. Nein. Fuck. Fucking Bullshit. Hätte zweimal klicken müssen. Ich wollte eigentlich nur dahin laufen, wo er jetzt ist. I've been saving this bullet just for you. Pop. Wird knapp. Zumindest für unsere Frontline, aber ne, unsere Frontline ist tot. Arrest, then. Oh, guck. Three turns remaining. Und er kann abhauen. Das heißt, ich mache auch mal eine Runde Flieger. Setting up. Slow and steady. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit. Mal sehen, wohin fliegt. Watch your back. My gift works in wondrous ways. Ne, ich habe es noch nicht geultet. Weil ich mir dachte, dass er ausweichen würde. Oh, aber die Heilung ist ganz nett, die dadurch kommt. Oh, immer noch 60 Schaden gemacht. Na, ah, damit bleibe ich stehen. Das ist doof. Aber er kann sich nicht mehr bewegen. Er kann sich nicht mehr bewegen. Ich brauche keine Might, ich habe schon Might.
think it. Er müsste trotzdem tot sein, müsste 50 Schaden machen, wenn sie es rauskämpft. You'd better hide. You can't escape me. No pain, no gain. Oh, damit steht es 5-5. Natürlich schlecht. Shocking. Dann haben sie sich ausgeglichen, weil wir beide sterben. Die Combo war kacke. Ne, doch nicht. 6-5, sehr gut. Gewonnen. Das lag zum Großteil an meinen Teammates. Die haben alle ordentlich ihre Charaktere drauf gehabt. Das hat Spaß gemacht. Es lag nicht so wirklich an mir. With a Mutator in it? Win a match with a Mutator in it? Was für ein Mutator hatten wir denn? What? Hab ich irgendwas verpasst? Egal. Da sieht man auch hier, und der hat nämlich 550 Damage gemacht. Das ist ordentlich. Rank up! Wir haben damit Bronze 2 erreicht. Cool. Das hoffe ich, hat euch mal wieder Spaß gemacht. Diesmal, wie gesagt, eine Runde was anderes gespielt, eine Runde nix gespielt. Nicht ganz so erfolgreich, wie man das sonst machen kann. Also man kann mit nix auch locker 700, 800 Schaden erreichen. Ich konnte aber ziemlich oft nicht so direkt drauf schießen, das war ein bisschen doof. Ja, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und bis morgen.